Da sind wir wieder, Kerstin. Und Daniel. Diesmal haben wir uns besseres Wetter ausgesucht. Richtig gutes Wetter, ja. Und ja, wir fahren in die Pfalz und stellen uns mal bei einem Weingut einfach an den Weinberg. Genau, und zwar in Kleinfischlingen, wo Kerstin ja schon immer mal hin wollte. Ja. Und das ist so ein sicher Ort. Und jetzt geht's los, gleich nach dem Einspieler. Genau. Genau, jetzt geht's los. Amy ist an Bord, die ist schon im Auto. Meja ist heute nicht dabei, die ist auf dem Schüleraustausch. In der Bretagne. In der Bretagne, hat auch bestes Wetter. Genau, und wir düsen jetzt los. Das sind etwa 40 Kilometer, glaube ich, ne? Ja, da wird genau. Schon wieder. Gut. Ciao, Morgen. So, wir sind schon mal in der schönen Pfalz. Ein paar Kilometer sind es aber noch. So, wir fahren jetzt hier auf Kleinfischlingen zu. Ich denke mal, da rechts ist der Stellplatz. Da sieht man schon ein Wohnmobil stehen. Das heißt, wir haben auch Nachbarn. Sehr schön. Da dürfen wir stehen. Wie kommst du da rein? Da fahre ich jetzt rechts rein. Ja? Ja, klar. So, da dürfen wir stehen. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt rückwärts ran, oder? Dann, ja. Ja, rückwärts ist aber vielleicht schlecht. Wieso? Warte mal, ich mach mal ganz kurz Stopp, ja? So, jetzt sind wir hier beim Weingut Geissert. Und die Silvia Geissert, die war auch eben schon da, hat uns begrüßt und hat uns direkt mitgeteilt, dass wir auf dem falschen Platz stehen. Weil der Wohnmobilplatz ist eigentlich da hinten. Aber da wir das andere Wohnmobil da gesehen haben, dachten wir, ja, da stellen wir uns hin. Also hier, das da hinten, was da hinten steht. Da stand erst hier mit auf dem Platz. Und da haben wir gedacht, ich habe kein Mikro, voll. Jetzt geht's weiter, ja. So, genau. Ja, wir kamen hier an, das Wohnmobil stand da, das sieht man ja auch auf dem Film. Ja, nachdem wir schon angefangen haben aufzubauen, hat sie uns dann erklärt, dass man hier eigentlich, dass das hier eigentlich nicht der Platz ist, sondern geparkt, ja, weil sie dann nicht so weit mit dem Weinkauf, was sie an Wein gekauft hatten, das wollten sie nicht so weit schleppen. Genau. So. Aber jetzt hatten wir uns ja nur schon installiert und dann hat sie gesagt, wir können auch hier stehen bleiben, wir sind eben morgen früh wieder weg. Wir haben unsere Stromstation mitgenommen, die wir uns angeschafft haben. Schon voller Zeit, um genau das eben auszuprobieren, was wir jetzt heute machen. Isanbu. Und gleichzeitig haben wir natürlich gedacht, naja, wenn schon, dann gucken wir, dass wir hier safe sind mit dem Strom und haben unsere Mini-Solaranlage hier. Voll professionell hier, wie ich hier wieder rumlatsche. Mit angeschlossen, damit wir auf gar keinen Fall irgendwie Probleme im Strom kriegen. Den Kühlschrank, den lassen wir über Gas laufen und hoffen, dass wir bis morgen mit allem hin kommen. Und wir finden diesen Ort so schön. Gell, Kleinfischlinge ist goldig. Ja, das ist so goldig, ja. Das ist der Parkplatz für den Ausschank, wo wir jetzt stehen. Wie gesagt, ne, Wohnmobilplatz ist eigentlich da drüben, aber Frau Geissert war so nett und sagte, wir dürfen ja stehen bleiben. Ja, das ist der Ausschank. Das ist das, was wir
was wir immer sehen, wenn wir hier durchfahren. Leider ist jetzt zu, ansonsten ist hier immer High Life. Und vielleicht schaffen wir es mal, hierher zu kommen, wenn hier der Ausschank auf ist. Dann können wir dann abends praktisch direkt in unser Bett fallen. Jetzt läuft's. Läuft schon? Mhm. Und schneid meine Haare weg. Oder auch nicht. Ja, genau, oder auch nicht. So, also, abgegessen haben wir jetzt. Wir sitzen jetzt hier und gucken auf die fantastischen Pfälzer Berge. Also wir können diesen Standort wirklich nur empfehlen. Sonnenuntergang hier inklusive. Mega nette. Ja, nette Vermieter, hätte ich was gesagt, Vermieter, aber wir zahlen ja gar keine Miete. Aber nee. für den Stellplatz, den wir eigentlich hätten, wir auf dem normalen Campingplatz bezahlen müssen, das haben wir jetzt in Wein investiert. Genau, wir waren dann drüben und haben eine Weinverkostung gemacht und haben wirklich super leckere Weine und wie gesagt, mega nett sind die. Und da haben wir jetzt ein bisschen Wein mitgenommen und wir hätten sogar Strom kriegen können. Hätten wir auch, ja. Ja, genau. Aber wir wollten das jetzt mal nicht. Wir wollten ja mal gucken, ob wir autark klarkommen und euch davon berichten. Und ja, das testen wir jetzt einfach mal weiter aus. Wir haben so eine E-Power-Station, ein bisschen Solar haben wir auch. Dazu machen wir aber nochmal ein separates Video für euch. Genau. Gucken wir mal, wie lange wir noch draußen sitzen können, weil es kühlt jetzt doch relativ schnell runter. Ich meine, gut, wir haben ja nun auch nur den 12. April. Also und 17 Grad, also ist ja mal okay. Genau, Andy gefällt es auch. Also hier. Hunde sind ja auch erlaubt, somit die Information auch nochmal überbracht. Es ist auch total ruhig hier, der Ort ist, die Durchfahrt ist gesperrt. Das heißt, hier im Moment, ja, genau, hier fährt gar kein Auto durch. Also wenn hier ein Auto reinkommt, bis gar nicht. Dann ist es ein kleiner Fischlinger, vermute ich mal. Wahrscheinlich. Oder also einer, der reinfährt oder einer, der rausfährt. Wir lassen uns jetzt erstmal gut gehen. Ne? Genau, trinken wir ein Weinchen. Genau. Und wünschen euch auch noch einen schönen Abend und wir sehen uns spätestens morgen wieder. Oder morgen früh wieder. So, jetzt haben wir hier noch einen schönen Blick hier direkt aus dem Wohnwagen, quasi durchs Gitterfenster. Das ist nicht der Weg, ja? Auf die Pfälzer Berge, genau. So mögen wir es. So mögen wir es. Ja. Guten Morgen aus Kleinfischlingen. Guten Morgen. Wir haben einen super Ausblick. Das ist schon toll, wenn man morgens aufwacht und man hat dann da so einen schönen Blick. Die Sonne, die kommt hoffentlich auch bald zu uns rüber. Und die ist auch schön wach. Das hätten wir jetzt sonst nicht gehabt. Zu Hause. Da wäre halt ein normaler Alltag gewesen, ne? Genau. Und so ist mal ein bisschen Abenteuer, ne? Weil es ist uns natürlich der Klassiker passiert. Also es war eigentlich nicht wirklich kalt heute Nacht. Also es war okay.
Aber heute Morgen war es dann doch so ein bisschen frisch hier im Camper. Und dann wollten wir die Heizung anmachen und... Was soll ich euch sagen? Aus die Maus. Aus. ja, dann musste er dann doch raus und die... Die Flasche. Mal wechseln. Ja, ja. Da unsere Powerstation nicht so viel Power hat, um unsere Kaffeemaschine anzutreiben, 822 haben wir eben jetzt unsere Powerstation. Wir haben gestern Abend noch darüber über den Laptop was geguckt. Jetzt sagt sie an, 47%. Entscheidend sind aber die Minuten und das sind 820 Minuten, die wir noch haben. Das sind deutlich mehr als 10 Stunden. Zeig. Genau, zweite Kaffeevariante. Genau. Das dann machen wir halt ein bisschen Wasser heiß und dann haben wir einen schönen Cappuccino. Das finde ich auch nicht verkehrt. Moment. Unter die Bettdecke. Moment, da so anfassen. Gut, danke schön. So, wir testen mal, ob unsere Powerstation den Toaster schafft heute Morgen. Kerstin wollte er es nicht. Da passt das Toast, da passt das Toast gar nicht rein. Jetzt drück mal runter, gucken, was passiert. So, du kannst das Brot auch weiß essen. Jetzt geht's los. Jetzt gucken wir mal hier. Ja. Der Lüfter geht an. Oh, kämpft aber schon. Mal gucken, ob er durchhält. Nicht zu fassen. Geht doch. So, hallo ihr Lieben. So, wir sind schon wieder Richtung Heimat und wollten aber noch mal ein kurzes Feedback geben zum, oder so ein Fazit zu dem Stellplatz, wo wir waren. Also es war sehr herrlich gewesen. Es war toll. Also es war wirklich toll. Wir können das sowas von empfehlen. Wie gesagt, super nette Leute, leckerer Wein, toller Stellplatz. Auch wenn es jetzt nur eine Nacht war. Ja. Aber es fühlt sich trotzdem so ein bisschen an wie Urlaub. Wir haben heute Morgen das Rollo aufgemacht und auf die Pfälzer Berge geguckt. Also das war schon echt toll. Die Sonne kam raus. Super. Was will man mehr? Das war schon echt cool. Ja, ja. Gut. Genau. Ja, wenn ihr auch solche Erfahrungen habt, in der Pfalz oder egal wo, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir freuen uns drauf. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, bucht den Kanal, macht, lasst ein Like da. Wir freuen uns und macht noch ein schönes Wochenende. Jetzt geht's nach Hause und jetzt saugen wir erstmal einmal ein bisschen durch und genau. Ein bisschen sauber machen. Muss ja auch mal sein, ne? Genau. Also, bis dann. Schönes Wochenende. Tschüss.